Mann verlangt, dass wir mit verschränkten Armen zusehen, wie unsere Feinde sich zu tückischem Überfall rüsten. Alle offenkundige und heimliche Feindschaft von Ost und West, von jenseits der See, haben wir bisher ertragen im Bewusstsein unserer Verantwortung und Kraft. Nun aber will man uns demütigen. Sein oder nicht sein, unseres Reiches handelt es sich, dass unsere Väter sich neu gründen. Um sein oder nicht sein, deutscher Macht und deutschen Wesen. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war.